an Spenden eingenommen haben. An die UNO Flüchtlingshilfe und die Schule. Ich habe noch eine Bitte an alle. Bitte immer gleich dann ziehen. Also zum Beispiel der Richard, der geht immer voran. Aber dann, wenn der den Zug gemacht hat, möglichst schnell. Ich folge ihm dann so mit gehörigem Abstand. Und dass also nicht die Unterbrechung zu lange sind. Ja? Man kann durchaus mal, wenn die Situation sehr schwierig ist, dann auch ein bisschen länger überlegen. Aber es sollte also wirklich die Ausnahme bleiben. Und dann vielleicht eines Jahr, normalerweise die Jüngeren da, also alles bitte nur im Hirnkasten analysieren, nicht auf dem Brett, wenn der Läufer dann dahin geht, dann kommt der Springer dahin und sonst was. Sonst haben wir am Schluss ein heilloses Durcheinander. Wir kennen uns schon ohnehin nicht miteinander, nämlich aus, weil einer weiß nicht, was der andere tut. Aber also das möglichst nicht, dass man eine Situation vermeiden. Ich tue gern die Anekdote von Bobby Fischer, der hat mal in Spanien simultan gespielt und hat irgendwo an einem Brett dann die Dame gewonnen. Und als er dann wieder hinkam bei der nächsten Runde, stand die Dame wieder auf dem Brett. Er hat gar nichts gesagt. Und einige Runden später hatte die Dame nochmal gewonnen und hat sich dann aber vorsichtshalber in seine Jackentasche gesteckt. Das können wir heute schon Mannes Jackentasche nicht tun, aber bitte also wirklich alles nur an geistigen. Okay.